Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Und wie versprochen machen wir heute mal mit einer Hauptquest weiter, und zwar mit der Quest Stich des Skarabäus. Apollodorus schickt Bayek nach Sais, um ein Mitglied des Ordens der Ältesten aufzuspüren, den Skarabäus, jenen grausamen Schatten, der die ganze Region terrorisiert. Bayeks Kontaktmann ist der Braumeister Hakuf, der alle Geschichten über den Skarabäus gesammelt hat. Aktuelles Ziel, sprich mit Hakuf in der Brauerei von Sais. So, und dort sind wir auch schon angekommen, in der Region Sais. Und wir haben hier bloß eine Rasen 82 Meter, den werden wir hier mal weitermachen. Und bin echt schon gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, könnt ihr mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da lassen. Würde mich alles sehr, sehr freuen und supportet mich auf jeden Fall. So. 130 Schmieder noch. Schauen wir mal, was der zu erzählen hat. Ich mach die Gefäße. Wo soll nicht diese zu voll Lieferung hingehen? So, schau mal. Für die Sachmet-Zeremonie. Versiegel sie und lad sie auf den Karren. Ich suche den Braumeister, Hakuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Skarabäus, den Schatten, der Sais verdunkelt. Bitte, sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen so, da gehen wir ihm mal hinterher. Meister Tahakas Frau ist so nett. Ich kann den Göttern gar nicht genug danken, dass sie uns gesandt wurde. Es gibt viele schlimme Geschichten über den Skarabäus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Okay. Aber das sind nur Geschichten. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Skarabäus, wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Oh, es ist hier ein Bogen, oder was? Oh, doch nicht. Okay. Die Nachforschungen von Hakufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sais ergeht es nicht anders als Siva. Geschichte des Skarabäus. Du weißt, dass ich deine Zweifel bezüglich Sefeto teile, aber ich fürchte, dass eine viel größere Macht hinter ihm steht. Ich meine den Skarabäus. Es gibt viele Mythen und Gerüchte, aber ich glaube, es gibt ihn wirklich. Er muss einige Soldaten des Pharao durch Furcht oder Gier gefügig gemacht haben. Deshalb wurde ich gefoltert, als ich eine großzügige Zahlung an einen Hauptmann entdeckte. Sie hätte mich fast getötet. Ich wäre sicherlich gestorben, hätten sie mich nicht auf die Straße geworfen, wo Taharka mich dann fand und mich nach Hause brachte. Okay. Triff Hakus vor dem Haus. Jetzt schauen wir mal, was gibt's hier noch. Verfügbare Quests. Ja, nehmen wir alle mit. Nehmen wir natürlich alle mit. Dann können wir die noch nebenbei machen, falls wir hier
Leichen im Sand. Ein Reisender kam aus Per Osir und erzählte, dass er in der Wüste auf mehrere eingegrabene Leichen gestoßen ist, von denen nur die Schädel aus dem Sand hervorschauten. Das haben wir ja gerade in dem Video gesehen. Okay. Der letzte Mann, der Fragen über den Skarabäus stellte, wurde halb totgeschlagen. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Wer war es? Der alte Gupa, der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawab, ist sein Enkelsohn. Hey, sprechen wir doch mal mit ihm. Zu gewinnen? Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Nein, er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen. Finn und rette Guapa. Oder Gupa. So, ein Pferdchen haben wir auch. Wow. Machen wir es doch gleich so. Komische Kurven nimmt er schon ab und zu, wenn man zur Quest geht. Aber also jeden Fall gemütlich, wenn er nichts, wenn ich lenken muss oder sowas. Okay, da haben wir schon entdeckt. Hier könnten wir ein paar Tiger noch eliminieren. Okay, hier ist einer. Okay, wir sind eher hier. Na, warte mal, vielleicht können wir den ja... uns den ja schnappen können. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Zeig dich einfach. Den Rest erledige ich dann schon. Hey, was? Da bist du ja. Stirb, du Sau. Ah, Scheiße. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Boah, Alter. Finish move. Ich glaube, ich muss nach Kiten gehen. Können wir die jetzt abhängen? Hey, zu mir, Brüder!
Oh nee. Was? Schon wieder. Ich kommst du nicht weg, das ist doch beschissen. Die Faust zermalmt dich. Den kriege ich nicht down, kannst du vergessen. Na, die macht mir weinen. Nicht zu Brei, ja! So ein Scheiß! Okay, das müssen wir anders lösen. Ist der Alte jetzt wieder da, der komische Kommandant? Eigentlich hätte man ihn ja gekillt. Was machen wir mit dem Bettler? Du Narr, was denkst du dir dabei? Halt! Bleib stehen! Dass der mich nicht sieht, ist auch ein bisschen komisch. Aber naja. Ein bisschen anders vorgehen. Na, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Da sind welche drin, okay. Wo ist ein Zelt da? Unten ist noch jemand? Oder mehrere sogar. Okay, aber die können wir vielleicht vernachlässigen. Vielleicht kriegen wir die noch so raus. Cooper, ich hol dich hier raus. Ich glaube, du überlebst. Langsam.
Der Skarabäus nahm dir die Zunge. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass er stirbt. Okay, das geht noch ganz gut, muss ich sagen. Das machen wir nicht. Warte hier rüber. Wow. Meister Tahakas Frau ist so nett. Ich kann den Göttern gar nicht genug danken, dass sie uns gesandt wurde. Das habe ich auch über Nebet Maharet gehört. Ach, aber nicht. Es stimmt. Sie hörte, dass unser Geschäft nicht gut läuft und kaufte eine Wagenladung Stoffe für ihr neues Haus. Zieht sie auch nach Nitropolis? Ja, ihr Mann arbeitet ja ständig dort. Oh. Noch mir noch. Stimmt es? Hat Sefeto den Hof deiner Schwester nie? Warum willst du hier arbeiten? So, geschafft. Hoffe ich mal. Verletzt? Verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter! Großvater ist verletzt! Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Tahaka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Okay, dann müssen wir jetzt den Vater suchen. Ein Brief des Garibäes, Hyäne. Du warst ziemlich still in letzter Zeit. Ich hoffe, du hast dich nicht vollkommen in dich selbst zurückgezogen. Ich sende dir etwas von deinem heiß begehrten Kieselglas, das ich unterhalb von Letopolis entdeckt habe. Es ist nicht viel, die Wüste gibt ihre Schätze nicht so leicht her. Außerdem habe ich Agenten nach Gizeh, Memphis und Jammu geschickt, um verzweifelte Männer für mein Unterfangen anzuwerben. Keine Sorge, es sind wortgewandte Sänger, keine wilden Hunde wie mein Feuerteufel. Geschrieben Skarabäus. Ist klar. Komm her hier. So. Die Lügen des Skarabäus. Sprich mit Tahaka in Letopolis. Meine Fresse, ist weit weg. Sie sind seine Augen. Jetzt werde ich aber erst einmal. Oh. Stufe 18, das wird ganz schön knapp werden. Okay, probieren wir es mal. Nufura hat gesagt, es heißt, dass noch ein Händler Sefetu nicht bezahlen konnte. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen aber an der Stelle einen Cut und ich reite schon mal dorthin
Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schaltet auf jeden Fall ein, es ist sehr, sehr spannend. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, wenn ihr wollt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.